Okay, Edea, trink mal einen Schluck. Evarias. Spiel sie mal mit Hirschgeweih auf. Du feuerst mal ein paar Eislanzen. Du beschwörst deine Angriffspatronen. So, Itomak ist wieder auf deine Leben. Hand auflegen. Die sich auf dem... Oh. Die junge Frau blinzelt dich an und geht dann ein paar Schritte zurück. Bleib bloß weg. Ich weiß nicht wer. Sie schüttelt ihren Kopf und massiert ihre Schläfe. Was ist hier passiert? Ich habe dich gerettet. Du bist in eine Falle gelaufen. Skenitische Kultisten haben dich entführt. Sie betrachtet die toten Kultisten in der Blutfüße um sich herum, reißt dabei ihre Augen immer weiter auf. Aber wie, sie zuckt zusammen und stützt ihren Kopf haltend vornüber. Bei Hileas Flügeln, ich kann mich kaum an etwas erinnern. Sie hält inne und runzelt die Stirn. Sie murmelt etwas im Rautai-Dialekt an dem Weilian. Banome, nein, mein Name ist Alice. Ihre Finger tanzen neben ihr und zupfen in drei hintereinander wiederholte Bewegungen in der Luft. Eine Leier, die ersten Noten von der falsche Ritter. Ihre zuckenden Finger streifen ihren anschwellenden Bauch. Sie schaut mit fragendem Ausdruck zu dir zurück. Alice, es gibt einen Grund, warum du es vergessen hast. An manche Dinge sollte man sich besser nicht erinnern. Du bist eine junge Elfenfrau, die von skrupellosen Verwandten ausgenutzt wurde. Du bist eine junge Lady, die mit lächtigen Leuten Probleme bekommen hat. Das kommt leider in den besten Familien vor. Es gibt einen Grund. Sie nickt abwesend. Ich weiß auch noch, dass ich nicht ins Dorf zurückgehen kann, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, warum. Sie sieht sich die merkwürdigen Gerätschaften an und hier kann ich sicherlich nicht bleiben. Alice, du kannst gehen, wohin du möchtest. Finde die Straße und gehe sie immerzu weiter. Am Rande des Dorfes befindet sich ein Tempel. Die Geistlichen werden dir bestimmt helfen, einen sicheren Ort zu gelangen. Du sollst dich in eine große Stadt begeben, Neu-Heoma, vielleicht sogar die Valianischen Republiken. Irgendwo, wo sich dir mehr als genug Möglichkeiten bieten. Finde einen abgelegenen Ort, meide die Straße und andere Leute. Du kannst niemandem vertrauen. Nee, schicken wir sie in den Tempel, das ist das Sicherste für sie. Sie scheint den Vorschlag langsam zu verstehen, aber sie scheint sich in den nun leergefegten Teil ihres Verstandes anzusiedeln. Das ist ein guter Rat. Sie wirft einen letzten Blick auf die blutbespritzte Kammer. Nicht einmal werde ich mich umdrehen. Sie eilt davon. So. Die sich auf dem Boden und an der Decke entlang schlingenden Drähte sind mit einer leuchtenden Glaskammer verbunden. Ich frage mich gerade, hätte ich mich nicht mit dem Blutzeug da aufgehalten, ob ich dann rechtzeitig gekommen wäre, um sie zu retten, ohne dass die trauernde Mutter eingegriffen hätte. Im Tank brodelt eine zähe Flüssigkeit, die einen beißenden Gestank verströmt. In dem Gemisch wirbeln Essenzpartikel herum. Was ist das? Ein Dolch? Und Notizbuch. Das verschlungene Gekritzel ist schwer zu lesen, aber als du durch die Seiten blätterst, siehst du mehrere lesbare Passagen. Ziemlich am Anfang liest du Folgendes. Würde ein geeigneter Ort für meine Experimente sein. Es gibt dort mehr als genug Platz, aber noch besser ist, dass ihn die Einheimischen bereitwillig ignorieren. Möglich wäre wahrscheinlich sogar ein du überspringst mehrere Seiten. Freiwillige. Das Vermächtnis hat viele Missstände ans Licht gebracht und das Einfangen der Essenz ist hauptsächlich eine Frage des richtigen Zeitpunktes. Das Ritual des Bildnisses fungiert als gute Vorlage für... Du überfliegst die Mitte des Buches. Starben und ihre Essenz verdampft. Nächstes Mal muss ich es mit einer geringen Konzentration der Reagenz versuchen, um... Du blätterst bis zur letzten Seite. Edelmann aus Trutzbuch. Die Ergebnisse deckten sich größtenteils mit denen der anderen Testperson. Die Methode auf einen widerwilligen Teilnehmer anzuwenden, steht immer eine Herausforderung da, aber ihre Situation könnte sich als Vorteil herausstellen. Falls es mir gelingt, diese Erinnerung an ihren Onkel nach vorne zu holen, könnte ihre Essenz dadurch empfänglicher für das Verfahren werden.
I'm on the trail. Was für ein Käse. Dieser Vakuumfach wird von kurz vor dem Wappen dekoriert. Der Name auf dem Deckel wurde herausgekratzt. Oder herabgekratzt? Herausgekratzt, So, das war's mit den Skeen-Kultisten. Wir können ins Dorf zurückkehren. Und uns noch den Gerber und den Lord zur Brust nehmen. So, wir sind in der Gerberei jetzt wieder. Das sieht man sogar. Wie sieht eigentlich so unser wohltätig und ehrlich? Sind wir auf hohen Punkten und leidenschaftlich auf 2? Dürfurt sind wir neutral. Zwillingsohm sind wir neutral. Was machst du bei dem Auge des Bildnisses? Saban, halte sie auf. Mit wütenden Augen hebt er seine Axt hoch. So. Oh. Der. Ein guter Säbel für dich. Kann ich dem Säbel noch was geben? Ja. Humanoid, das könnte ich ihm auf jeden Fall geben. Zersetzen, Zersetzungsschaden, Schockschaden, Frostschaden, Brandschaden. Zersetzungsschaden wäre eigentlich gar nicht so schlecht. So, damit hat Edea mal einen guten Säbel. Und wir haben Dürfurt von den Skeen-Kultisten gesäubert. Jetzt geben wir erst das Drachenei ab, dann gehen wir zum Schweinebauern und dann gehen wir in die... Oh, da gehen wir in den Tempel. Sie zieht einen ihrer Verbände zurecht. Kann ich sonst noch etwas für dich tun, wenn du dich bald wieder ins Getümmel der Straße stürzen wirst, hätte ich da eine nützliche Wundsalbe für dich. Ich habe das Drachenei. Bei Helias gefiederten Titten. Kein Kommentar. Sie klatscht die Hände zusammen und zuckt durch den Schmerz zusammen. Ich wusste, du kannst mir helfen. Wie hast du es geschafft? Ich habe das Nest gefunden, von dem du mir erzählt hast. Hoffentlich haben dir diese Lindwürmer nicht so viele Schwierigkeiten gemacht. Dann lass mal sehen. Sie wiegt das Ei in ihrem gesunden Arm. Fantastisch, kein einziger Sprung. Sie streichen mit ihrer bandagierten Hand über die Eierschale. Sie hieft das Ei hinten auf ihre Karre und führt in ihren Regalen. Hier für dich. Sie lässt einen Stapel Münzen und ein Zutatenpaket in deine Hände fallen. Alles, was du zum Brauen eines guten, starken Muntermachers brauchst. Bei der Art Schwierigkeiten, in die du geraten scheinst, könnte das noch nützlich werden. Sie beugt dich nicht an dir heran und komm immer bei mir vorbei, wenn du Tränke oder Zutaten brauchst. Abgemacht. Für Freunde habe ich Spezialpreise. Sie zwinkert. Dann leb wohl. Nestei ist abgeschlossen. Das war hier unten. Ich habe das Ei ohne Kratzer die Felswand heruntergebracht. Hendina sollte einen großen Nutzen daraus ziehen können.
Endina war außer sich vor Freude, als ich hier einen Drachen in perfekten Zustand gebracht habe. Sie hat mir einige Zutaten gegeben, damit ich selbst einen Trank brauen kann, und hat mir einen Sonderpreis für ihre Waren versprochen. Und ja, Ideas Säbel leuchtet jetzt schön. Ich könnte dasselbe übrigens mit meinem Schwert mal machen. Da die meisten Gegner irgendwie halt gestandene sind, ist es am besten, die Verzauberung zu nehmen. Auch weil sie ja hier Slots kostet. Und ja, zersetzt kann ich nicht mehr. Schockschaden, brennend. Na, nehmen wir Frostschaden. Ich mag Frostschaden. Good day to you. Irgendeine Spur von Ogre von seinem Kopf. Ich habe das Monster überzeugt, die Gegend zu verlassen. Du wirst ihn niemals wiedersehen. Er ballt seine Hände zu zitternden Fäusten zusammen. Sein Gesicht rötet sich. Aber das ist Sohn einer orleanischen Hure. Dieses Ding hat meine gesamte Herde verschlungen. Ich wollte ihn tot sehen und ich wollte seinen Kopf auf einem Spieß stecken. Du wirst kein Problem mehr mit dem Ogre bekommen. Das ist alles, was zählt. Das ist ja ekelhaft. Das hättest du dich selbst um das Problem kümmern sollen. Und jetzt hör auf zu schreien und drück mit den Mützen raus, sonst hast du gleich noch ein paar andere Probleme. Da, vielleicht entschädige ich das für den Verlust deiner Schweine. 400 Kupferband, sein Mund fällt auf. Das willst du für mich tun? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Er schnippt mit den Fingern, warte hier. Er eilt ins Haus und kommt mit einer Donnerbüchse in den Händen wieder raus. Ich nenne sie den Bleispucker. Sie gehörte meinem Vater und leistete mir im Krieg des Heiligen gute Dienste. Sie ist alt, aber robust und sie hat ordentlich Wumms. Für jemanden wie dich sollte sie in Zeiten wie diesen nützlicher sein. Ja, Erfahrung für 400 Kupferpfand und einen Bleispucker. Er versteckt die Arme und betrachtet seine Ferkel. Sonst jetzt werde ich mich wieder dran machen, meine Herde wieder aufzubauen, wenn nicht. Er hebt eines der Ferkel vom Boden hoch und untersucht es schnell. Dieser Plümmerling sieht immer noch zu klein aus. Der wird mir wohl kaum gute Nachkommen zeugen. Und den Rest an meiner Herde mit ihm schwächen wie ich genauso wenig. Warum nimmst du ihn nicht mit? Dann müsste ich ein Mal weniger stopfen. Das Ferkel tollt mit wackelnder rosa Schnauze zu dir herüber. Ja, ich habe ein Ferkel und eine Donnerbüchse. Die ist gut für Idea. So. Wirklich toll, dich wiederzusehen. Dank dir nimmt das Geschäft wieder Fahrt auf. Ja, dadurch haben wir jetzt mäßig gut in Dürfurt bekommen. Gucken wir mal, ist sie hier? Nee, scheinbar nicht. Der Priester nickt höflich. Gibt es etwas, mit dem ich dir helfen kann? Nö. Okay. Was sagt denn die Quest? Vermächtnis. Der Beseeler und Scan-Anhänger Würmund hat mir einige überraschende Details über Alice und ihre Schwangerschaft durch ihren Onkel Fürst Harrond erzählt. Da ich mich nun um Würmund gekümmert habe, ist Harrond an der Reihe. Ja, das ist er wohl. Oh, hier hinten ist noch ein Achso, daraus könnten wir nur klauen höchstens. Das will ich jedoch nicht.
Na, wo ist Fürst Haron denn bitte?